Werner, was machen wir denn so früh hier in Unna? Es ist Samstagmorgen, ey. Was machen wir hier? Super gut. Wir fahren hier heute die Lastenradparade. Wir stellen 15 tolle Lastenfahrräder vor und zeigen die Vielfalt, die bunte Vielfalt der Lastenradszene. Wir werden bestimmt viel Spaß haben. Wir fahren durch Unna, Kam, Werne nach Lünen. Und werden da dann einen schönen Abschluss im Umwelt. Nee, im. Im Vize. Im Vize. Im, mit Grillsnacks und Bierchen vielleicht. Des ADFC haben. Und das wird uns, denke ich, gut gefallen. Und der Wettergott spielt mit. Genau, die Sonne ist auf unserer Seite. Genau. Entgegen den Prognosen haben wir Wetter. Alles klar. Ja. Cool, dann gute Tour wünsche ich uns. Ja, danke. Denjenigen helfen, die technische Probleme haben. Am besten hat unser Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität die Förderrichtlinie beschlossen. Das heißt, wir sind wirklich mit super Wetter hier angekommen in Kam, um uns hier zu präsentieren. Wir sind noch mal nah geworden. Ganz schön schwierig erstmal. Ne? Auch in Kam Station macht. Und ich finde es besonders schön, dass man jetzt nach 2,5 Jahren keine Aha. So, jetzt. Tschüss. Gott ist ein DJ. Thank you.
Ja. Alles bei Sonnenschein, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Super gut. Mittlerweile, mit 15 sind wir losgefahren, dann waren wir 20, jetzt werden wir, oder mittlerweile 21, jetzt kommt noch ein Lastenrad dazu, nämlich zwei sogar kommt dazu. Das Lastenrad auch noch ein Foto machen mit dem Markt im Hintergrund. Dazu werden wir uns dann gleich aber erst aufstellen. Lastenradparade. Schön, dass es hier in Bünen auch das Ziel hat, wobei ich gehört, wir fahren ja noch etwas weiter. Mein Name ist Arnold Dreker, ich bin hier technischer Beigeordneter und aktuell auch noch für Mobilität zuständig. Wir sind deshalb auch froh, dass Sie Ihre Tour hier enden, weil wir jetzt gerade ganz frisch einen Antrag von den Grünen gab. Das ist im Rat dann beraten worden und auch beschlossen. Matthias vielleicht ins Mikro, dass Matthias ein bisschen was zu diesem tollen Gefährt sagt, denn sowas ist in Unna, wo es ja auch diese Lastenradförderung gibt, auch förderfähig. Man kann also nicht nur Lastenräder fördern lassen, sondern auch Lastenräder. Wenn, dann ist es auch auf Film. Rat möchte ich vorstellen jetzt hier an diesem Ort. Das ist dieses Kino. Peter, du hast das Kino Hasekamp mitgebracht. Kannst du dazu? Und dann kann man auch schon 14 Tage mit verreisen. Also dieses. Komm, nur die drei Schauer, aber war eine geile Veranstaltung, oder? Oder? Hammer. So, Jürgen nimmt den Müll mit, läuft. Alles klar. Cool.